Wie heißt du? Hilda. Hilda? Mhm. Okay, Jan. Hilda, was quält dich? Ich hatte schon Probleme mit Arthrose, mein Arzt hat gesagt. Okay, dein Arzt hat gesagt. Ja, Arthrose, Anfang Arthrose. Erstmal weglassen. Und Schmerzen bei mir, diese ganze Kreuz, Kopf, mit dieser Schulter zwei. Und immer? Hände schlafen. Immer? Früher nicht so oft, später habe ich schon Pause. Und jetzt 2 Monate immer, bisschen leicht und jetzt ein bisschen schwer. Kann nichts machen zu, meine Hände. Und schlafen, wie Strom ist jetzt drin auch? Oder jetzt auch ein bisschen. Und kannst du nicht zumachen? Nichts ganz. Okay, und hinten an der Hand, das ist so geschwollen. Ja. Was ist das? Das ist gegen diese Knochen und Ellbogen auch. Und einfach so? Einfach so kommt und. Das ist weniger. Hier ist ja, hier ist weil mehr. Ich arbeite auf diese Hand, weißt du? Ich mit Schrauber machen immer, jeden Tag. Okay. Diese Pumpen bauen. Ja. Das ist ungefähr mehr auf 2000 diese Schraube, 2000, jeden Tag. 2000 Mal. Jeden Tag. Und ganze Schulter später Schmerzen. Verstehe. Kann ich das BH da hinten zumachen? BH kannst ja. Du nicht mehr zumachen. Na. Früher hat keine Probleme. Jetzt diese Hände nichts mehr gewickelt. Kannst du einmal dich so aufstehen und drehen? So, und jetzt zeig mal. Mach mal diese Bewegung. Nee. Ach so. Nee. Ist da hinten? Diese BH-Bewegung. So. Ach so. So stehen bitte. So stehen. Aber mehr geht nicht. Na. Kannst du eine Hand alleine machen? Auch nichts. Auch nicht. So die andere Hand? Auch nicht so hoch. Die Hand ist besser. Nochmal diese Hand. Diese Hand ist insgesamt schlechter, die geht gar nicht. Das bedeutet, die Entzündung kommt mehr von dieser Seite. Hier ist auch alles angeschwollen. Das ist meistens eine hormonelle Störung. Hast du mit den Hormonen Schwierigkeiten? Nein. Gar nicht? Wurde nicht getestet? Nein. Hast du Gebärmutter, alles? Alles okay, jedes Jahr machen Kontrolle. Okay, dann ist das ein System im System. Das wäre dann ein bestimmter Wirbel, der das macht. Das ist der erste Brustwirbel, der zweite, erste Halswirbel, der erste Kreuzbeinwirbel. Hast du hier unten irgendwie brennenden Schmerz? Hier diese Seite ein bisschen. Nur diese Seite? Ja. Also diese Seite schlimmer, ne? Merkst du? Weil ich mache eine Bewegung auf dem Arbeit auf dieser Seite, weißt du? Ja. Und die Seite ist insgesamt schlimmer. Und du spürst du das da? Na, diese nein. Das da? Nur hier. Okay. Hier weniger? Mhm. Also hier weniger? Weniger, genau. Hier mehr? Ja. Okay. Das ist ein guter Hinweis. Und später ein bisschen jetzt, auf 2-3 Wochen, diese Knieschmerzen auch. Jetzt seit 2-3 Wochen? Ja. Beide Knie? Beide. Okay. Hier auf dieser Seite und hier diese Seite. Also da innen und da außen? Genau. Okay, also es ist meistens so, dass das Bein, was so wird, siehst du, das tut innen weh und das tut innen und das tut außen weh. Genau. Ja, das bedeutet, dass dein Körper so verdreht ist. Ja. Und du machst so und so. Das bedeutet, dass dein Körper muss irgendwie wieder hier auf rüber. Seite. Ja. Du bist zu viel auf diese rechte Seite. Ja. Du musst irgendwie dein Fuß anders positionieren auf der Arbeit, damit du weniger von dieser Drehung hast. Dann einfach so machen, wenn das geht. Genau. Das sind 2000 Bewegungen, genau. Aber nicht so machen. Mhm. Weil das ist zu viel Drehung da drin. Dann musst du 2000 Mal mit dem Bein machen. Also. Das heißt, du musst etwas mehr schneller werden. Weil ich halbe Schicht setzen und halbe Schicht stehen. Ja, aber das ist besser. Weißt du? Das ist besser. Besser, das ist besser als Beine. Stehen. Mhm. Also bewegen von den Beinen ist immer noch besser wie setzen als das. Und umdrehen. Ja, weil du machst das mit Kraft. Du machst diese Stelle kaputt. Besser, du machst deinen Körper mit. Ganze Bewegung. Ja, oder wenn du gut bist, das ist schwierig, von hier. Nicht von hier. Also nicht so, sondern kannst du das so stellen? Hier ist diese Maschine. Ja.
Breit, entspannter stehen, breiter. Ja, breiter, dass du gute Halt hast. Beugen. Ja, und jetzt von hier. Mach mal, wo musst du hin? Was musst Diese. Du, ja, was musst du holen? Ja. Mit Händen Knie noch. Unten bleiben. Nicht oh. auf die Fußspitze gehen. Ja. Ja, und mach mal. So. Schwierig, weil du hast nicht genug Kraft. Du darfst nicht zu viel das machen, weil dann machst du dein Knie kaputt. Genau. Ja, deswegen, du machst zu viele Sachen nicht richtig und du gibst die Kraft falsch in den Körper. Also 10 Jahre. 2000 Bewegungen zehn falsch. 10 Jahre machen diese. 10 Jahre, 2000 Bewegungen am Tag falsch. Du hast es kaputt gemacht. Verstehst du, mein? Also wenn ich das jetzt raushole, dann ist es etwas leichter, aber du hast schon so viel falsch gemacht, das ist mit einmal 2000 Mal falsch, einmal 2000 ist zu wenig, ne? Das heißt, du musst schauen, dass du das sofort verstanden hast, was ich sage. Entweder, ja, aber diese Position geht entweder nicht, machst du so, schau mal. Ganz normal geht, weil ich schau hier mal. Schrauben du kannst und so hier machen, machen Bewegung. Geht das? Ja, diese, wir mach machen das. So und... Mach das. Schauen wir mal. Also wenn du das nicht kannst, weil du machst hier zu viel mit dem Knie irgendwas falsch, ne? Dann mach das. Dann bist du etwas langsamer, aber ist egal. Das ist natürlich schneller. Aber dann musst du die Maschine langsamer laufen lassen. Ja, mir sagst du, mein Meister. Ja, genau. Machst du langsam. Egal. Ich bin nicht mehr so schnell. Dann mach das Ding etwas langsamer. Da sagen tschüss, ja, kommen genau. andere Leute. Egal. In dem Fall ist egal. Wenn der Betrieb nicht auf deine Gesundheit achtet, ja, ich weiß. Ist es das Geld scheißegal. Weil wichtig ist deine Gesundheit, nicht der Betrieb. Ich muss noch 6 Jahre arbeiten bis Rente. Spielt keine Rolle. Wenn du sagst, es geht nicht, kannst du heute sofort aufhören. Und diese Gelenke bei mir auch. Nicht nur diese Gelenke, ich habe das sofort gesehen, dass es angeschwollen ist. Und diese auch, weißt du? Das ist Stoffwechselstörung. Also der Arzt nennt das Gicht, Arthrose, Rheuma, egal. Es ist nur ein Wort. Das heißt, ich habe eigentlich keine Ahnung. Ich habe schon jetzt Bluttest gemacht, weißt du, hat gesagt, alles in Ordnung. Ist scheißegal. Also das heißt einfach nur... Er gibt der Sache einen Namen, damit es wichtig klingt. Es, keine Ahnung, was du hast. Was ich sehe, ist das hier. Das heißt, irgendwas stimmt mit deiner Ernährung nicht. Was machst du? Was isst du denn? Alles. Jetzt grillen, Salat. Und wie oft am Tag? Was machst du? Zwei. Zweimal am Tag? Ja, zweimal am Tag. Okay, du musst einmal am Tag machen. Einmal auf Tag? Einmal am Tag. Essen nur. Nur einmal. Morgens oder abends? Wie lange, wann arbeitest du? Ab 6:30 bis 4:30. Okay, dann isst morgens nichts und isst abends, wenn du nach Hause kommst, richtig alles, was du willst. Ja, da mit großem Bauch nein. gehen schlafen, nein. Du gehst ja nicht sofort schlafen. Um 9 Uhr. Siehst du, das heißt, du hast noch immer noch 2-3 Stunden, wo du wach bist. Ist okay. Aber der Körper hat jetzt noch den ganzen anderen Tag Zeit, dann zu warm. Arbeiten, genau. Aber wenn du ihm am Morgen schon wieder etwas gibst, hat er nicht genug Zeit. Also. Okay? Schaffst du das? Ja. Für deinen Sohn? Ja. Also wenn du es machst, ist gut, wenn nicht. Schaffen. Das hier macht dich zu langsam. Also das hier macht diese Arthrose. Ach so. Ja, diese weil machen. Der Darm arbeitet nicht richtig und das Gift bleibt in deinen Gelenken stehen. Ach so. Ja. Gut. Jetzt hast du die Antwort. Wenn du sie jetzt nicht nutzt, dann kann man dir nicht helfen. Gut. Wenn du sagst, das bitte, lieber Gott, mach mich gesund. Er sagt dir, ja, ist nur einmal genau. am Tag. Noch ein bisschen. Nein. Gib mir was anderes. Nein, nein, ich esse nur bei der Arbeit, weißt du, um 9 ein bisschen Brot und mit Schinken, mit Käse. Nein. Und später essen Schinken zweite und Käse Mal. Ist sowieso Gift. Und was muss essen? Salat und Käse ist sowieso. Nein, ich sag nicht, ich sag ja gar nicht, du sollst das nicht essen, weil es so schwer ist, alles zu ändern. Aber Schinken und Käse ist sowieso für den Stoffwechsel Gift, weil er das sehr schwer verarbeiten kann. Wenn du ihm das also zwischendurch gibst, was er sowieso schwer verarbeiten kann, ist Gift. Wenn du sagst, ich esse zwischendurch eine Banane, kann ich verstehen. Das geht schnell. Aber Schinken und Käse ist beides so klebrig. Ja, klebrig. Da muss er so viel arbeiten, um das zu zersetzen. Das schafft er nicht. Nebenbei, das schafft er nicht. Der lässt das einfach stehen.
Okay, und die meisten, die zu viel Fleisch essen, haben. Na, Fleisch nicht so Nee, viel. die meisten, Fisch, ja, die meisten, die das haben. Suppe, jede 2 Tage Okay, oder so. gut. Einmal das da, dann diese Arme, dann du spürst, dass du die Arme nicht gut bewegen kannst. Genau. Dann hast du diese komische Erscheinung hier. Und dann hast du diese Kreuzschmerz, darf ich, auf der Seite. Und dann hast du Knieschmerz auf beiden Seiten, Ja. auch wenn du so machst. Probier mal. Oh. So. Einfach rauf und runter, rauf, runter. Rauf, runter. Wenn das echter Nur Knieschmerz. auf dieser Knie machen, knack, knack. Egal, mach Ma mal, mach mal. Das ist nur Stoffwechselstörung. Rauf und runter. Bist du? Tut weh? Tut weh oder macht nur Knack? Ja. Tut Tut weh. weh? Hier, auch diese. Das innen? Das innen? Das innen und das. Nein, das ist innen, das außen. Genau. Okay, das war's, ja? Ja. Mehr nicht. Na. Einmal sitzen. Ist so viel? Nee, Osteoporose Grad 3? Na. Hast du nicht gesagt, der Osteoporose? Aus der Arthrose. Arthrose. Anfang Ah. Arthrose. Okay, ich habe Osteoporose ist was. Osteoporose Osteoporose ist was anderes, ja. hat jeder alte Mensch bei mir gesagt. Ja. Der Knochenstoffwechsel wird einfach langsamer. Ganz locker lassen. Ich schaue nur kurz, ob hier, weil das so angeschwollen ist, ob das eine Entzündung ist. Das sagt mir nur, wie heiß das ist, ja? Wenn das zu heiß ist, weiß ich, ich muss es indirekt machen. Ja, das. Gut, 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 gut. Hier ist was nicht in Ordnung. Du spürst das, ne? Ja. Hier ist irgendwas nicht in Ordnung. Tief ein- und ausatmen, ich teste die Rippen. Jetzt teste ich die Geflecht vom Hals. Ein- und ausatmen. Die rechte Seite ist dicht und die linke Seite ist oben dicht. Das ist oben und das ist unten dicht. Das hier macht diese Belastung hier. Das hier macht die Belastung unten in der Hüfte und im Knie. Das sagt mir auch, dass der Darm nicht funktioniert. Ja, weil das geht runter zum Magen und zur Leber und so weiter. Ja. Und etwas Stress auch machen oder nein? Doch. Das macht Stress auch, ja. Naja, da habe ich schon so voll jetzt ab Januar. Ab Januar? Die meisten Menschen haben Stress. Es ist nur die Frage, ob du hier glücklich bist. Ha. Wenn du unglücklich bist, dann wird der Stress giftig. Weißt Wenn du du was, hier glücklich bist, das ist nichts einfach, weil sehr schwer, einfach sehr schwer. mein Papa jetzt ist, naja, nicht so weit leben, hat Krebs, Tumor 2. Und ist allein aus Polen und ich muss dieses alte Pflegeheim suchen, weißt du. Und jetzt ist bei Krankenhaus und ist alles bei meinem Kopf. Dein Kopf Und ich brennt. bin hier, das ist 800 Kilometer und Aber es ist wichtig, dass du verstehst, es reicht, wenn du für ihn da bist. Er weiß das, weiß ich mein. Du, es ist nicht deine Aufgabe, Krebs wegzumachen. Du hast das nicht studiert und du bist auch nicht Gott, ne? Und er spürt deine Liebe, weißt du, ich mein. Er möchte nicht deine Sorgen spüren oder dass du dich krank machst, verstehst du? Und er macht dir auch keinen Vorwurf. Man möchte nur nicht gerne alleine sein, weißt du mein? Also es ist wichtig, dass du nicht alles auf dich nimmst, ja? Er hat sein Leben gelebt
und du bist für ihn da und du liebst ihn trotzdem, aber es ist wichtig, dass du dich nicht krank machst. Weil wenn jemand stirbt, dann sagt man nicht, das Leben macht keinen Sinn und tötet sich auch. Sonst wären wir alle weg. Jeder, der geliebt hat, ist dann auch weg. Verstehst du, was ich meine? Also man darf lieben, aber du darfst nicht dich krank machen, okay? Es ist mit Worten so einfach gesagt, verstehst du, aber dass du verstehst, wir haben alle diese Reise. Stimmt? Stimmt. Stimmt. Wenn du jetzt deinem Sohn das zeigst, dann machst du ihn jetzt schon krank, weil er jetzt schon Angst hat, dass dir etwas passiert. Denkt, macht er sich jetzt schon Sorgen, wird jetzt schon krank. Na, Stimmt? stimmt. Wäre ein Fehler, ne? Deswegen zeig ihm, wie es geht. Ja? Man kann lieben, aber man muss nicht die Krankheit von dem anderen auch noch in sich Nehmen, reinnehmen. genau. Das ist seine Krankheit. Ja? Das ist seine Reise. Das heißt nicht, dass man jemanden nicht liebt, aber jeder hat seine Reise. Manche Kinder sterben als Baby. Ja, ich weiß. Man Ja, kann aber nicht sagen, dass es leicht ist für eine Mutter, weißt du, ich meine. später machen alle Ärger für mich, weißt du, und dieser Stress, diese schwere Zeit ist. Diese schwere Zeit geht genauso vorbei wie alle anderen Zeiten. Es ist nur wichtig, dass du immer im Herzen frei bleibst, ja? Dass du verstehst, du hast nur das Leben. Und dein Vater hatte auch sein Leben, Ja, weißt du? warte. Wenn man sein Leben schätzt und respektiert und gut damit umgeht, dann hat man ein langes Leben und ein gutes Leben, wie man sagt. Nicht reich, nicht arm, egal, einfach nur gut, ja? Und wenn man sein Leben nicht respektiert und nicht gut damit umgeht und meint, oh, wenn ich das jetzt nicht mache, dann feuert mich die Firma, dann verliere ich meine Na, Arbeit, genau. das ist nicht wichtig. Ja, aber ich jetzt Das so. verstehe, aber du sagst ja, aber damit habe ich alles bezahlt und meines. Ja, aber du hast ein Opfer gebracht und du zahlst den Preis dafür. Verstehst du, was ich meine? Ja. Der Preis darf nicht zu hoch werden. Okay, du hast deine Gesundheit damit bezahlt. Also mach nicht weiter, bis du auch diese Diagnose bekommst. Okay? Ja. Weil dann gibt es kein Zurück mehr. Okay, jetzt habe ich so viel geredet. Mal ein bisschen nach vorne. Ganz locker lassen, du musst nichts machen. Rechte Seite. Ist unten. Ja. Ist drin. Okay, eins, zwei, drei. Rechte Seite vorne, linke Seite oben. Vier. Hast du Angst? Ja. Keine Angst vor der Behandlung, ja? Ja. Okay. Ich mache das zuerst. Okay. Okay. Das ist Ganglion cervicale inferius 1. Ganz locker lassen, entspannen. Entspannen. Hier vorne vor dem Hals, vor der ersten Rippe. Entspannen. Warten. So, das ist jetzt der Vagusnerv. C1. Ganz locker. So.
schwer, das drauf zu bekommen. Entspannen. Entspannen. Warten. So, das ist jetzt für da unten, da wo das angeschwollen ist, für die Hormone, ja? Mhm. Weil ich habe dir gesagt, diese eine Stelle ist so angeschwollen. Als ich das hier angefasst habe, hat es so wehgetan, ja? Du wirst es genau da gleich spüren, dass das aufmacht, ja? Und dann verschwindet das hier. Wirst du gleich sehen. Ganz locker lassen. Tief ein- und ausatmen, ja? Mehr musst du nicht machen. Mehr musst du nicht machen, ja? Ein- und ausatmen. Nicht festhalten, ja? Ein- und ausatmen. Lass los, ja? Du musst die Beine anziehen, leider, sonst komme ich nicht dran. Geht das? Ja? Und trotzdem den Hals locker lassen. Nochmal. Ein- und aus. Nee, komme ich so nicht dran. Kannst du bitte mal, wenn du die Beine anziehst, so weit, dass du nicht mehr halten musst. Warte. Anziehen die Beine? Nein. No. Mehr. So, ja? Kopf hoch. Okay. Das bitte noch mal ganz locker lassen, ja? Einatmen. Einatmen, ausatmen, ganz locker lassen. Keine Angst, ne? Einfach fallen lassen. Tief ein- und ausatmen. Wo hast du es gespürt? Hier? Ja? Ja. Genau, hier nicht, ne? Nein. Genau da, genau. Einfach weiter. Also das war jetzt die Behandlung für die Hormone in dem Halsbereich. Wenn du bitte auf und ab gehst, nur spazieren, kannst du die ganze Bahn nutzen, bitte? Dort? Ja. Hier, hier. Den ganzen Weg, dass ich einmal sehe, wie du gehst. Ja? Kannst du ganz normal gehen? Kannst du etwas schneller gehen? Mhm. Bist du müde? Ja. Okay. Du hattest große Angst, oder? Du hast deinem Sohn gesagt, du hast Angst, ja? Weil dein Sohn meinte, du hast Angst. Er hat Angst. Weil er meinte, in Polen oder in Russland laufen so viele Dinge schief, dass man bei diesen Leuten ist und dann kann man nicht mehr laufen oder man ist gelähmt. Habt ihr solche Geschichten gehört, ja? Ja. Hast nix, du gesagt, oder? Ich sehe, die Leute hat Angst, weißt du nicht. Ja. Sie hat weniger Angst, als was du gesagt hast. Keine Ahnung, wer die... Wer hat die Geschichten erzählt? Ja, aber jetzt, ich probiere alles, weißt du? Ja. Weil ich will noch funktioniert ein bisschen. Ja, man ist verzweifelt. Man möchte noch ein bisschen gut leben, ne? Teste mal deine Hände. Mhm. Besser? Ja. Sofort. Sofort, genau. Sofort. Ist keine Schauspielerei, ne? Weil man denkt so, er wartet jetzt auf, ich sag nichts, ne? Besser. Ja, das ist ganz schön tief da drin, ja? 2000 Fehler, 20 Jahre. Morgen, nein, übermorgen. Übermorgen. Schon wieder, morgen frei. Übermorgen, 2000 Fehler. Wie viele hat 20 Jahre? 10 Jahre auf diese Firma. 10 Jahre an diese Firma. Aber wenn man 10 Jahre, 2000 Mal am Tag etwas falsch macht, das schafft der Körper nicht. Ja, was machen? Ja, ich verstehe, man muss irgendwie Geld verdienen. Ich bin jetzt gleich 60, jetzt Arbeit tauschen. Ich verstehe, man hat Angst, man kriegt keine Arbeit, man muss noch durchhalten, man hat so viele Rechnungen. Junge Leute schaffen neue Arbeit. Verstehe, alle. Verstehe. Aber wenn du nur eine Nummer bist und es ist nur für Geld und du machst dich damit krank,
und du hast nicht jemand an deiner Seite, so wie ich, weil dann hättest du das gehabt, hättest du dann einfach alle 2, 3 Monate einmal hier und du wirst Und ich bin trotzdem gesund. gesund. Aber die meisten Leute haben nichts davon gehört. Okay. Das heißt, wenn man das weiß, dann wird das nicht so schlimm. Aber nur, dass du jetzt einfach auf dich acht gibst, gib deine ganze Kraft jetzt einfach nur, damit du für deinen Vater da sein kannst, weißt du, damit du nicht im Kopf Na nachher genau. Schuldgefühle, ich habe nicht alles gemacht und ich war nicht Na da. genau. Und jeder Tag angerufen und leben noch, ja, leben, noch nicht Verstehe. heute, musst du warten, Ich dasselbe verstehe, noch. genau. Deswegen kümmere dich jetzt einfach um diese Sache und etwas passt auf dich auf. So wie du auf deine Kinder und auf deinen Vater aufgepasst hast, ist da etwas Das ist anderes zu und viel. passt auf dich auf. Du bist nicht Okay. alleine, okay? Du denkst Okay. zwar, du bist stark und alleine, aber alleine hast du noch nicht mal Luft zum Atmen. Okay? Es ist nicht Okay. das Essen, was dich am Leben hält. Naja. Stimmt's? Und jetzt essen nur einmal auf dem Und Tag. jetzt sollst du auch noch nur einmal am Tag essen. Meine Güte, genau. Okay. 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 Jetzt lösen wir erstmal den da unten und dann den und dann lassen wir den Nochmal. Körper noch, nein, was anderes. Oh. Das ist ein sehr starkes Hohlkreuz. Dein Kreuz ist sehr, sehr angestrengt. Ich hatte schon früher diese, Hohlkreuz? ja, Was war das denn? eine ist springen weg, weißt du? Ah, Ja, Gleitwirbel? ja, ja. Ah. Also hier ist. Aber lange Zeit, 30 Jahre ungefähr zurück. Das ist seit vor 30 Jahren ist das anscheinend ein Gleitwirbel, weshalb sie so ins Kreuz reinfällt. Das bedeutet für mich, dass ich diese Stelle nicht anfassen darf, weil der Körper macht diese Stelle einfach fest und möchte nicht, dass man sie bewegt. Der macht einfach aus 2 1. Deswegen muss ich vorsichtig sein, dass ich nicht diese Stelle versuche, mit Gewalt irgendwie aufzumachen. Ich gehe einfach auf den zweiten Lendenwirbel, da, genau, und versuche dort den Druck wegzunehmen. Dann sollte das hier besser werden und das steuert gleichzeitig das Knie an, von der Anhaftung des Femoralisnerv und der Vene ins Bein. Und dann sollte das Knie besser werden. Aber man muss das wissen, ne? Ich habe das gefühlt, als ich angefasst habe, dass das nicht normal ist. Ja? So, jetzt machen wir nur eins höher. Ich fasse nicht dein Gleitwirbel an. Ja? Ich mache so. Und dann lasse ich dich so fallen. Und ich halte dich hier so fest. Ja? Nicht erschrecken. Bereit? Ich mache so und ich mache wieder so, ja? Bereit? Ich mache so. Ist wie Stein. Ganz locker lassen. Hat sich nicht viel bewegt, ne? Hast du gemerkt? Alles gut? Das Ja. ist Stein. Alles gut? Also es ist einfach Stein, der bewegt sich gar nichts. Das heißt, ich kann nur volle Kraft machen, weil jetzt weiß ich, dass Oh, das, ja, ist das jetzt, gefährlich, oder? nee, Ja. ist nur gefährlich, wenn man dumm ist. Oh, ist das Licht ausgegangen? Warte, ich mache so. Du hast gesagt, es ist gefährlich, ist das Licht ausgegangen? Warte. Ach ja. Alles ist gefährlich, wenn man dumm ist. Ja. Ein Messer ist auch gefährlich. Feuer ist gefährlich. Alles ist gefährlich, wenn man dumm ist. Deswegen lernt man. Nochmal locker lassen. Und die rechte Seite war mehr. So, eins bewegt sich nicht, deswegen versuche ich das jetzt über das Becken.
Das ist okay. Entspannen. Super. Einatmen. Ausatmen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Das hat sich bewegt. Hast du gespürt? Sie hat große Angst. Ich lasse sie aufstehen, damit sie spürt, dass nichts kaputt gegangen ist. Auf und ab gehen. Das ist einmal der Stress und einmal die Angst. Du hast beides und einmal die Sorgen, alles gleichzeitig. Wenn ich zu viel mache, ist dein Körper einfach nur müde. Mhm. Ich darf nicht zu viel machen, aber ich muss etwas Gutes machen, damit es nicht tausendmal machen musst, weißt du? Ich mache immer einmal, damit die Leute nicht so oft kommen müssen. Da mache ich etwas mehr bei Leuten, wo ich merke, dass sie nicht so oft kommen können. Bei dir darf ich nicht viel machen. Mhm. Ich muss nur noch den Brustwirbel machen hier. Dann ist gut. Kannst du einmal spazieren? Ich habe jetzt oben noch nicht gemacht. Kannst du bitte so machen kurz? Füße so gerade, ein bisschen auseinander. Und ein paar Mal die Kniebeuge machen. Das Knacken kriegen wir nicht weg. Also das ist einfach diese Verspannung. Das Knacken geht erst nach 6, 8 Monaten weg, weil das ist einfach zu sehr unter Stress. Aber der Schmerz muss besser werden. Hat das eine Wirkung auf deine Knie oder gar keine Wirkung? Nein, nein. Also nichts. Also es tut nicht mehr weh? Weil hier hat das weh getan, ne? Du hast gesagt, es tut hier weh und da weh. Ist weg? Ist besser? Jetzt ist weg. Gut, ist weg. Dann jetzt, man glaubt das nicht, ne? Also die, man schaut, aber man glaubt es. Man denkt so, das, die spielen irgendwas. Aber, ne? Wir kennen uns, ne? wir spielen das nicht. Jetzt machen wir das hier noch und dann lasse ich dich einfach deine 2000 Fehler morgen machen. Okay. Okay. Ich? Darf ich immer? Okay, einfach ruhig atmen, ja? Darf ich das hochziehen? Ja. Danke. Bitte ganz locker lassen, ja? Ganz locker, ja? Es scheint so, als wenn hier schon ein Wirbel verletzt wurde. Früher hattest du einen schlimmen Unfall. Mhm. Schlimmer Unfall? Nein, nein, ganz einfach. Hat schon auf dem Bett, weißt du, auf diese Holz. Und du hast diese Stelle gespürt? Ja, hat gemacht, aber. Hat irgendwas gemacht? Aber du hast keinen schlimmen Unfall gehabt, wo das gemacht? Nein. Okay. Oh. Also es ist aber. Also hier ist. Oh. Genau, das ist sehr schlimm. Auch hier kann ich nicht direkt anfassen, wenn das so schlimm ist, weil kann gebrochen sein, kann ein Knoten sein. Ich versuche die Stelle etwas zu öffnen, weil das ist zu schlimm. Wenn du mal schaust, wenn hier, siehst du in der Haut. Mhm. Ja. Siehst du die Stelle, wie die rot wird? Mhm. Siehst du das in der Haut? Das ist die. Schau mal, schau mal, schau mal. Mhm. Schau mal. Schau mal, warte. Schau mal, die einzige Stelle, die rot wird, ist, siehst du das? Ja. Nur das wird rot. Das ist so ein bisschen, das siehst du nicht, so ein bisschen. Aber das wird nicht rot, tut nicht weh. Also, man, aber die Haut zeigt schon, dass hier etwas passiert ist, ne? Mhm. Also hier ist irgendwas so. Genau.
Okay. Gehen wir drüber, ja? Also ich gehe nicht drauf, ich gehe drüber, ja? Du kannst ganz locker lassen. Alles wird gut. Alles gut? Du brauchst keine Angst haben, ja? Du schreist jetzt sehr laut, ne? Ist das, weil es so sehr weh tut? Oder ist es, Ja. weil du große Angst hast? So und so. Okay, aber ich mache noch gar nicht viel, ne? Das heißt, ich muss das sehr schnell machen, damit du nicht zu sehr anspannst, ja? Also ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder lasse ich das und es macht sie krank und es macht Diabetes, weil die Stelle steuert die Bauchspeicheldrüse an. Oder ich muss das kurz überwinden, ohne Angst und die Stelle frei machen und dann ist sie gesünder. Das ist halt das, was man im Leben entscheiden muss, weißt du? Ich lasse das, dann macht es sie krank. Hörst du mich? Ja, Oder höre ich mache das jetzt weg und dann. Ich weiß. Tief durchatmen. Entspannen. Alles gut? Das ist wie Stein. Da ist nicht mehr viel Bewegung drin, ja? Also, es ist nicht Gewalt, was ich mache. Ich versuche diesen Raum aufzumachen, aber er lässt nicht mehr zu. Also, ich habe es von drüber gemacht. Nicht viel Bewegung. Ich versuche es jetzt einmal von drunter, dann bin ich fertig, ja? Einmal noch, dann bist du fertig, ja? Entspannen, bitte. Alle Muskeln entspannen, bitte. Keine Angst, ja? Ich helfe dir. Nicht anspannen, bitte, ja? Alles wird gut. Entspannen. Gut. Das ist das, was ich machen kann, ohne was kaputt zu machen, ja? Ist immer, weißt du, ich muss immer schauen, dass die Kraft nicht für die Knochen zu viel ist. Also ich versuche es. Und es geht auch nichts kaputt. Die Frage ist halt, schaffe ich diese Stelle aufzumachen oder nicht? In dem Fall ist der Druck jetzt weg. Das heißt, kann sein, dass dieser Wasserknoten kaputt gegangen ist. Der Knochen bewegt sich nicht, aber das ist egal. Hauptsache, dieser Wasserballon ist weg, ja? Ich schaue noch hier etwas. Ganz locker lassen. Da ist nichts. Da war noch was. Das war diese Hormonsache, ja? Das war's schon. Jetzt fahre ich dich rauf, ja? Warte, bis du stehst. Warte, bis du stehst. Warte, bis du stehst. Warte, bis du stehst. Erstmal den Kreislauf kommen lassen, ja? Diese Stelle hier. Das haben viele Menschen, weil da diese Kurve ist von der Brustwirbelsäule und weil hier die Rippen sind, kommt man sehr schwer da dran. Und man kann diese Stelle sehr schwer bewegen, weil das hier verhindert, dass man genau an diese Stelle kommt. Und das haben so viele Menschen, die auf den Rücken fallen oder die Treppe übersehen, so, weißt du, das geht so. Und hier verzieht sich etwas und bleibt dann so. Ich einmal auf die Treppe runterfallen, aber da hier habe ich schon 20 Jahre ungefähr. Ja, aber man meint, das geht weg. Aber das dreht sich hier so und geht nicht mehr raus. Und es geht sehr schwer, wenn man das so lange wartet, dann wieder raus. Ne? Aber du kannst es helfen, indem du so machst. Mach mal seitlich. Seitlich. So. Mach mal. So. Hier, achte auf meinen Rücken. Schau mal hier. Schau mal.
Hast du gesehen? Nein. Oh. Hier so lassen. Ach so. Nicht nach vorne gehen, nicht so machen. So bleiben. Hier, ja. Und dann einfach das nach hinten. Ja, nicht, das hier nicht nach vorne, weil dann spannt sich das Kreuz an. Oh. Bleib hier hinten sitzen. Nochmal. Ja. Und jetzt mach diese rund. Mach das rund. Ja. Bleib hier, schau mal, bleib hier. Ja, jetzt rund, weiter. Weiter, sodass das hier aufmacht. Da, das muss hier aufmachen. Und dann, wenn du hier bist, machst du dann so leichte Drehungen. Also genau wie den Fehler, den du machst, nur diesmal machst du das auf. Wenn du das hier machst, so, dann geht das ins Kreuz. Und wenn du dann drehst, dann machst du ihn noch mehr zu. Mhm. Deswegen, das muss rund werden. Du musst es rausmachen. Ja? So, wenn ich versuche, das aufzumachen, das mache ich jetzt. Geh mal einen Schritt vor. Geh einen Schritt vor, bitte. Steh auf. Geh einen Schritt vor. So, ich versuche jetzt, diese Stelle aufzumachen. Aha. Ja? Nee, ich mache das jetzt. Schau mal, ich mache so. So, ich mache das. Mhm. Muss keine Angst haben. Kopf nach vorne. Nach vorne, ja. Ich bin nach vorne, So, wenn ich auf die Fuß bewege, muss ich aufstehen. Oh, Scheiße. Hast du auch gesehen in russischen Filmen? Schau, das ist dann besser, aber man kriegt nicht diese Stauchung weg. So, das hier wird jetzt besser. Mhm. Aber auch das hier ist so nach vorne verschoben. Ich habe das versucht auseinanderzuziehen, damit diese Schwellung weggeht, weil das ist eine Hormonstörung. Wenn der erste, zweite Wirbel die Schilddrüse, und die Thymusdrüse blockiert. Ja, mit Schilddrüse habe ich schon auch Probleme. Ich habe schon genommen. Ich habe vorhin gefragt, sie sagt, nee, ich habe keine Schwierigkeiten. Ja, aber, das ja, aber jetzt nein, weißt du? Jetzt nein, ja. Aber die Störung war da. Und dann hat es ich habe schon 30 Jahre, 10 Jahre ungefähr Tabletten nehmen. Und es wird besser. 15 Jahre zurück, Arzt hat gesagt, ist Knotel gemacht. Ja, so. Mal so. Gut, zeig mal die Haut. Besser. Jetzt teste ich einfach nur das Handgelenk, lass locker. Ich weiß. Locker. Locker. Locker, alles gut. Gut. Ja. Da muss Bewegung rein. Es ist nicht so, dass etwas kaputt ist. Mhm. Aber wenn da Bewegung reingeht, dann kann die Flüssigkeit laufen. Weißt du, ich meine? So. Locker lassen. Gut. Einmal nach da. Drehen. Die Füße drehen. Oh. Entspannen, das ist für die Nerven. Das ist nur für die Nerven. Okay. Alles. Hand ist besser? Jetzt weiß ich nicht. Ja, jetzt weiß ich nicht. Jetzt spürst du gar nichts mehr. Genau, aber es war besser. Knie ist besser. Das hier wird besser. Mhm. Diese Kreuzsache, das geht weg, wenn du es weg ist. Weil dann ist der Druck weg vom Kreuz. Mhm. Deswegen kannst du nur noch einmal am Tag essen. Gut. Du verhungerst nicht, keine Sorge. Okay. Einmal am Tag. Gut. Aber das ist wirklich wichtig. Das ist kein Spaß. Mhm. Das ist nicht, dass dicke Menschen besser sind als dünne Menschen. Mhm. Aber das zieht dich zu sehr. Schau mal, achte auf das hier. Mhm. Das macht das hier. Und dann ist das so fest, dass du hier keine Ruhe hast. Aber wenn das hier schlank ist, dann kann der Körper etwas mehr über die Beine und dann ist der Druck weg vom Rücken. Mhm. Du kannst aber auf der Arbeit, wenn du bist, extra so machen. Schau mal. So. So, ja. Und dann versuchen zu arbeiten, das hier extra Knie etwas beugen. Mhm. Beugen etwas, Knie beugen etwas. Etwas, nur etwas. Ja. Sonst hast du keine Kraft so lange. Ne? Mhm. Und extra so machen. Extra. Einfach dich daran erinnern, ja? Nicht das. Mhm. Nicht das. Sondern extra hier hochziehen. Ja. Wie wenn man einen Reißverschluss zumacht. Zu ja, genau. Einfach und dahin so machen. Ja, genau. Gut? Gut. Dankeschön. Gerne.